Wir haben entweder den Weg, indem wir es uns einfach machen, dann sagen wir, geht ja nicht, ich habe nicht genug Geld. Oder wir nutzen unseren Kopf. Sie haben eben davon gesprochen, dass man in Unternehmen investieren soll. Eine Frage lautet, wie gründet man ohne Zinsen und mit wenig Anfangskapital ein Unternehmen? Nur so gründest du das. Außer du sagst, ich mache irgendetwas ganz, ganz Großes, so wie Amazon, das wirst du sehr schwer eigenfinanzieren können oder wie Google. Aber jedes normale Unternehmen wird ein normaler, guter Kaufmann ohne fremde finanzielle Hilfe gründen können. Ausnahme ist vielleicht, dass du einen guten Freund anhaust oder Familie und sagst, willst du nicht 20% haben? Ich habe nicht so viel Cash, ich brauche so ein bisschen Cash, aber da reden wir jetzt vielleicht von 5.000 oder 10.000 Euro. Da reden wir jetzt nicht von richtig viel Geld. Aber ich bin fest davon überzeugt, wir haben entweder den Weg, indem wir es uns einfach machen, dann sagen wir, geht ja nicht, ich habe nicht genug Geld. Oder wir nutzen unseren Kopf. Alle Geschäfte, die ich aufgebaut habe, alle, habe ich alle ohne Fremdfinanzierung gegründet und das war überhaupt kein Problem und auch mein eigenes Geld habe ich nicht da reingesteckt. Ich war immer der festen Überzeugung, das, was ich mache, muss ich vom ersten Tag antragen. Erster Tag ist natürlich Quatsch, das brauchst dann schon 2-3 Monate, aber es muss sich tragen und das habe ich auch immer geschafft. Wir müssen allerdings schlau sein, wir müssen uns mit Unternehmertum beschäftigen. Was machen die meisten Menschen, die Unternehmer werden wollen? Die bauen kein Haus. Ein Haus baust du so, dass du sagst, jetzt brauche ich erstmal ein Fundament. Oder noch vorher brauche ich einen Architekt. Davor brauche ich ein Grundstück. Nee, was machen die meisten Menschen? Die bauen eine Bude, so wie wir sie als Kinder im Wald gebaut haben. Ein paar Stöckchen zusammen, sagen, das ist meine Firma. Die denken ja gar nicht nach. Also wir müssen schon ein bisschen wissen, was Unternehmertum eigentlich ist. Wir müssen überlegen, wie baue ich ein Fundament? Auf welchem Grundstück mache ich das? Das ist die Positionierung. In welcher Nische? Da muss man ein paar Studien machen. Wenn man das alles nicht macht, dann sagt man, ja, ich habe da so eine Idee, das könnte klappen, aber dafür brauche ich Geld. Nein. Wenn wir es richtig machen, uns richtig damit auseinandersetzen, werden wir immer Geld verdienen. So, jetzt fragst du mich, Bodo, das ist ja alles irgendwie so allgemein, kannst du nicht mal ein Beispiel geben. Gebe ich dir. Angenommen, du sagst, du kannst tanzen oder irgendwas sonst und du möchtest daraus ein Produkt machen. Produkt heißt nicht, dass du einem anderen beibringst zu tanzen, denn dann wärst du Freiberufler, dann wärst du Dienstleister. Dann tauschst du deine Zeit gegen Geld. Immer wenn du mit jemandem tanzt, das jemandem zeigst, dann bekommst du Geld. Das meine ich nicht. Ich meine Unternehmer sein. Unternehmer schleppen nicht Eimer voller Wasser, sie bauen eine Pipeline. Unternehmer überlegt, wie kann ich etwas schaffen, ein Produkt, an dem ich immer wieder verdienen kann. Automatisch mit System. So, du bist also Tänzer. Und jetzt machst du ein Video darüber. Und du möchtest ein Video darüber machen. Du möchtest einen Kurs entwickeln, wie du das tust. Weiß aber nicht, wie du anfangen sollst. Dann suchst du dir 5 Menschen, die Lust haben, das von dir zu lernen und sagst, pass auf, zum Beispiel Tim, hast du Lust, tanzen zu lernen? Wenn du es dann lernen möchtest, ich bring's dir bei, dann machen wir es so, wir treffen uns an 5 Abenden, ich darf das vielleicht aufzeichnen und du wirst garantiert viel lernen und du zahlst mir pro Abend, sagen wir mal, 25 Euro. Da finde ich 5 Leute, kriege ich pro Abend 125 Euro, das heißt, ich verdiene sofort Geld. Und zeichne das auf, finde jemand, der mir das filmt. Dann habe ich jetzt schon, was ich nenne, so ein Dialogprodukt. Ich entwickle ein Produkt, an dem ich jetzt schon Geld verdiene. Und vor allen Dingen, ich bin ja mit dir im Gespräch mit den 4 anderen. Ich merke ja, was ihr wissen wollt, wo es nicht klappt. Das heißt, wenn ich jetzt danach das Produkt wirklich baue, habe ich erstens schon Filmmaterial. Zweitens weiß ich, wo ich es verbessern muss. Drittens weiß ich ganz genau, was deine Bedürfnisse sind, deine Wünsche. Ja, und dann kann ich ein Produkt bauen. Und dann weiß ich auch, das Ding kriege ich verkauft. Also das ist so eine praktische Sache. Das kannst du mit allem machen, mit Hundetraining. Das kannst du in meinem Bereich machen, mit Geld. Das kannst du mit Unternehmensgründung machen. Wir haben Kurse über Unternehmensgründung. Wir haben Kurse über optimales Marketing. All das ist so entstanden, wie ich es gerade schilder. Also sag mir nicht, dass du Geld brauchst, um ein Unternehmen aufzubauen. Du brauchst einen Willen, du brauchst Ideen und dann brauchst du Hartnäckigkeit und Ausdauer. Aber gib niemals auf, du kannst das. Haben Sie keine Angst, dass Sie Ihr Geld verlieren? Denn ich habe kein Vertrauen mehr zu Banken und räume mein Konto sofort, wenn mein Gehalt da ist. Ja, um es auszugeben oder was macht er damit? Schreibt er das? Nee, schreibt er nicht. Ja. Kein Vertrauen zu Banken. Leute,
Wenn du heute Vertrauen zu Banken hast, bist du bescheuert. Wenn es für mich zwei Feindbilder gibt, ich mag keine Feindbilder, aber zwei habe ich doch. Das eine ist Schule, so die schlechte Schule, an der ich fast gescheitert wäre. Das mag ich einfach nicht. Da werden Menschen dazu trainiert, Fehler zu sehen, sich auf Fehler zu konzentrieren, statt sich auf das zu konzentrieren, was wir gut machen. Da werden Menschen darauf gedrillt, Angestellte zu werden, statt auch selbstständig zu sein, Verantwortung zu übernehmen und wirklich geiles, freies Leben zu haben. Und Banken. Ich weiß noch, wie ich mit 26 Jahren pleite war. Da musste ich zur Bank. Und dann habe ich gedacht, als ich dem Bankbeamten da gegenüber saß, ich nenne die Beamte, ich kann nicht anders, das habe ich gedacht, ich sehe wieder einen Lehrer. Er guckt mich, kennst du das, wenn jemand so guckt und dann hier so eine Brille sitzen hat? So guckt er mich an. Haben wir aber nicht gut gewirtschaftet, Herr Schäfer. Ich sage, was will dieser Mensch von mir? Haben wir aber noch eine Menge zu lernen? So geht es die ganze Zeit weiter. Und damals hat sich ein Grundgefühl gegen Banker eingestellt. Das war nicht besonders positiv. Und den Spruch, den kennen vielleicht die Menschen, dass ein Banker jemand ist, der Regenschirme austeilt, wenn die Sonne scheint. Und wenn es anfängt zu regnen, dann sammelt er sie wieder ein. Das habe ich gemerkt. Da hat es bei mir angefangen zu regnen. Dann wollte er alle Regenschirme wieder haben. Da hat er gesagt, jetzt kündigen wir Dispo, jetzt kündigen wir den Kredit und so weiter. Ich musste unheimlich kämpfen. Aber das ist so eine Sache, die kommt noch von früher. Deswegen bin ich immer misstrauisch. Aber es ist was anderes passiert. Banken heute haben ihr Geschäftsmodell komplett verändert. Das Geschäftsmodell von früher kann man ganz leicht beschreiben. Da war es so, du hast der Bank Geld gegeben. Die Bank hat das Geld weiterverliehen. Ja? Sie hat dir Geld dafür gegeben, dass du es ihr geliehen hast. Und ich musste Geld dafür bezahlen, dass sie mir dieses Geld weitergegeben hat. Wenn ich einen Kredit aufgenommen habe, musste ich Zinsen zahlen. Wenn du der Bank Geld gegeben hast, hast du dafür Zinsen bekommen. Das Modell gibt es nicht mehr. Das gibt es einfach nicht mehr. Und jetzt kann die Bank ja, die kann ja gar nicht so viel tun. Das muss man zur Ehrenrettung der Banken sagen, seit wir Herrn Draghi da haben, als Chef der Europäischen Zentralbank. Seitdem kann eine Bank ja gar nicht so, hat ja gar nicht so viel Handlungsspielraum. Aber die Bank macht etwas, das ist total bekloppt. Das kennt jeder Geschäftsmann. Du hast mal Täler und du hast mal Höhen. Wenn du ein Geschäft hast, dann weißt du das. Egal wie gut du bist, du hast mal Täler, du hast mal Höhen. In den Höhen musst du sehen, dass du investierst und Rücklagen bildest, wenn es dir richtig gut geht. In den Tälern musst du sehen, dass du weniger ausgibst und einfach da durchkommst. Was macht die Bank? Die ist jetzt in einem Tal. Denn sie bekommt ja kein Geld mehr, wenn sie es an uns weiterverleiht oder ganz wenig. Und wenn sie Geld in der EZB, in der Europäischen Zentralbank einlagert, ja, dann muss sie Strafzinsen zahlen. Verwahrungsgebühren nennt man das ja jetzt. Und die Frage ist, wie kann eine Bank dann überhaupt noch Gewinn machen? Statt zu verstehen, dass sie jetzt in einem Tal ist und ein bisschen Kosten reduziert, ihr Geschäftsmodell anpasst, macht sie etwas, sie bleibt bei dem Geschäftsmodell und investiert wie verrückt in die waghalsigsten kleinen Nischenprodukte, die total unsicher sind, die kaum einer versteht, selbst ich nicht. Ich habe versucht nachzurechnen, diese Swaps zum Beispiel. Wenn du es in der Tiefe verstehen willst, ich will den sehen, der es wirklich versteht und der die Risiken wirklich versteht. Und diese Dinger, die gehen irgendwann kaputt. Da kannst du machen, was du willst. Weil was passiert ist, die haben Swaps und andere Credit-Fault-Dinger aufgebaut und die haben sie gebündelt und als Bündel jemand anderem verkauft. Der kauft was und weiß gar nicht, was da drin ist. Jetzt, wenn diese Swaps kaputt gehen, geht auch der kaputt, der sie gekauft hat. Der hat es auch wieder gebündelt, hat es auch weiterverkauft. Dann gehen die alle kaputt. Dann haben wir so, wie so ein Domino. Bock, 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 bock. Wird alles zusammenbrechen. Wir hatten das 2008 und es wird wiederkommen. Die Banken haben nicht gelernt. Die Banken sind der Kreislauf unseres Wirtschaftssystems. Und sie werden wahrscheinlich irgendwie wieder am Leben gehalten werden von den Regierungen. Aber wenn zu viele pleite gehen, weiß ich nicht, wie das funktionieren soll. Also Banken ist keine Sicherheit. Da stimme ich vollkommen zu.
Konto leer räumen, weiß ich nicht. Also die 3.000, 4.000, 5.000, die sind dann schon gesichert. Wir haben ja eine Einlagensicherung bis 100.000. Natürlich geht das auch nur, solange Geld genug da ist, um das zu bedienen. Aber was ich machen würde, ist, ich würde investieren, ich würde in Aktien gehen, ich würde in eigenes Unternehmen gehen, ich würde Gold kaufen, ich würde Immobilien kaufen. Konzentrier dich nicht auf das, was nicht geht. Banken gehen nicht. Die brauchen wir, um unsere Zahlungsverkehre abzuwickeln, aber nicht, um zu investieren. Ganz klar. Aber es gibt so viele Möglichkeiten. Und ein intelligenter Mensch ist immer ein Investor.